Hast du dich schon mal gefragt, wie du eine WordPress-Seite, die du zum Beispiel auf deiner Entwicklungsumgebung fertig entwickelt hast, auf eine Live-Domain oder allgemein auf eine andere Domain umziehst? Das zeige ich dir in diesem kurzen Clip. Im konkreten Fall wollen wir eine Entwicklungsumgebung aufsetzen. Für die gibt es schon eine Subdomain, mit denen arbeite ich meistens selbst auch immer. Also zum Beispiel hier ist eine Seite, die ich aktuell entwickle. Die stehen meistens in einem Passwortschutz. Und die habe ich dann immer auf einer Subdomain. Das heißt, hier vorne vor dem nexthub.de steht noch was anderes und nicht www im Normalfall. Wobei theoretisch, technisch gesehen, ist www auch eine Subdomain. Und so entwickle ich meistens immer meine Seiten. Und irgendwann müssen die natürlich dann von dieser Subdomain auf die Live-Domain umziehen. Also von meiner Entwicklungsumgebung auf die Live-Umgebung. Und das mache ich eigentlich immer folgendermaßen. Hier ist meine lokale Testumgebung. Falls dir das nicht sagt, wie kann ich lokal entwickeln? Das geht mit der Local App. Eine Review von der Local App haben wir auch auf diesem Kanal. Das ist jetzt aber nicht Thema. Und auf der Local App habe ich schon normalerweise immer das Plugin Duplicator installiert. Falls du das noch nicht gemacht hast, also hier auf die Plugins gehen, neues Plugin hochladen. Ich habe es eben schon drin. Und das ist dann der Duplicator. Der sieht so aus. Hier, Duplicator, Migrations and Backups und so weiter und so weiter. Der ist eigentlich super für genau dieses Thema, das wir jetzt machen. Dann geht man hier auf Duplicator und dann gibt es hier Packages und dann möchten wir jetzt ein neues Package anlegen. Also hier oben rechts auf Create New, neu hinzufügen. Dem kann man einen Namen geben, zum Beispiel, hier steht, dass der heute der 19. ist, stimmt gar nicht, heute ist der 18. Und es wäre jetzt die CoraTech Testumgebung, weil wir für diese Subdomain was machen wollen. Sonst muss man hier gar nichts einstellen. Es gibt hier noch Optionen. Man kann hier im Vorfeld beispielsweise schon Daten für den Installer angeben, ist aber nicht notwendig. Das sparen wir uns einfach an dieser Stelle und sagen hier weiter geht's. Und dann baut er uns jetzt hier oder er bereitet den Bau eines Archivs vor, indem er die komplette Seite zusammenfasst. Meine Testumgebungen sind meistens ziemlich klein. Hier seht ihr das auch, 137 MB. Ihr seht hier manchmal Nachrichten, die können wir mal ganz kurz durchgehen. Wenn hier oben was nicht passt, dann ehrlich gesagt müsst ihr immer ins Provider-Menü und dort nochmal Anpassungen vornehmen. Also zum Beispiel sagt hier der Duplicator, ihr solltet mindestens PHP Version 5.2.9 nutzen. Das ist schon extrem großzügig. Ja, eigentlich solltet ihr 7.3 nutzen oder noch neuer aktuell. Ja, also das ist auch niemand mehr sollte eine Webseite haben, die auf PHP Version 5. irgendwas läuft. Ja, es sollte 7.3 oder höher haben. Es gibt hier so ein paar Hinweise. All das, wenn euch das nicht sagt, ja, geht zu eurem Hoster. Sagt dem Hoster, ich habe hier eine Fehlermeldung, PHP Open Base Directories an, wie ändere ich das? Weil es ist von Hoster zu Hoster leicht verschieden. Manche Hoster erlauben euch das mal schnell selbst zu ändern. Manche wollen das immer selbst einstellen. Deswegen geht am besten mit diesen Fehlermeldungen zu eurem Hoster. Die kennen sich damit aus. Ja, für die ist das kein Problem. Bei WordPress habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass es hier ein Problem gibt. Noch nie. Also dementsprechend kein Problem. So, hier haben wir jetzt aber doch ein paar interessantere Hinweise. Zum Beispiel bei den Size-Checks. Bei den Size-Checks kriegt ihr quasi einen Hinweis, ob es Dateien auf eure WordPress-Installation gibt, die unendlich groß sind. An und für sich ist das kein riesiges Problem. Es kann auch mal eine 5 oder 6 oder 7 Megabyte große Datei auf eurer Testumgebung sein oder auf eurer Webseite, die ihr umziehen wollt. Es ist nur ein Hinweis. Ja? Also die Größe von den Files ist normalerweise kein riesiges Problem. Es ist eine Nachricht, die ist nur ein Hinweis, die ist kein riesiges Problem. Namechecks auf der anderen Seite ist meistens ein größeres Problem. Wenn ihr Dateien hochladet und in denen Umlaute drin habt, ein scharfes S, ja, oder Leerzeichen im Dateinamen, das ist eigentlich nicht möglich, weil WordPress das automatisch ersetzt, aber vielleicht habt ihr was über den FTP hochgeladen oder so. Das sind Sachen, die Probleme machen können. Die korrekte Vorgehensweise ist ehrlich gesagt, diese Dateien idealerweise zu löschen und neu hochzuladen mit einem vernünftigen Dateinamen. Es gibt dafür auch Plugins, da guckt ihr einfach mal auf die Plugin-Übersicht von WordPress und gebt einfach mal Umlaut ein. Da findet ihr im Normalfall sofort was und dann heißt hier genau Media File Renamer, Auto und Manual Rename, also der macht das automatisch für euch, dass die Dateinamen bei einer Datei, die ihr hochladet in eure Mediathek, umbenannt werden. Ist ein grundsätzlich guter Plugin-Tipp, weil selbst wenn das Bild geladen werden kann auf eurer Testumgebung, wenn ihr die Seite jetzt umzieht zu einem anderen Server, kann sein, dass der Server irgendwie eine andere Zeichenkodierung hat oder irgendwie so komische Gründe gibt es quasi dafür oder dessen Dateisystem lässt es gar nicht zu, dass Dateien mit solchen Namen angesprochen werden und dementsprechend funktionieren diese Dateien nicht mehr, die Bilder können nicht mehr geladen werden. Deswegen denkt immer daran, bevor ihr Dateien hochladet, in WordPress benennt die um und nehmt die Umlaute aus dem Dateinamen raus, nehmt das scharfe S raus oder ihr installiert euch ein Plugin, das das automatisch macht. Das sind ehrlich gesagt die einzigen Meldungen, die ich häufiger mal sehe. Ja, Add-on habe ich noch nie gesehen. Read-Checks, das ist quasi, dass ein Verzeichnis nicht lesbar ist. Falls das der Fall wäre und ihr kennt euch nicht damit aus, normalerweise braucht ihr dafür einen FTP-Client. Wieder ein gutes Thema, dass ihr an eurem Provider schreiben könnt. Ja, und das war's eigentlich. Dann geht's hier weiter. Build.
Und jetzt baut er uns dieses Package zusammen. Es läuft normalerweise immer relativ problemlos durch. Es gibt 1-2 Hoster, Strato im Speziellen, die haben damit ab und zu mal Probleme. Das hängt auch ein bisschen von der Größe der Seite ab. Je größer die Seite ist, desto schwieriger wird es meistens, dieses Package zusammenzustellen, weil dieses ZIP natürlich immer größer wird. Es dauert jetzt hier eine kurze Zeit, deswegen schneiden wir das raus und ich begrüße mal die Leute hier. So, hier ist das jetzt fertig. Ihr habt hier, ich denke mal, dass das ein TM ist, aber das ist ein Fragezeichen. Ich denke mal, das ist so ein Trademark. One-Click-Download. Ein Klick und 2 Downloads. Fantastisch. Dann speichert ihr euch diese Dateien ab in einem Ordner, wo ihr sie wiederfindet. Das ist meistens empfehlenswert. Da hätte ich jetzt hier, ich habe hier irgendwo so einen Ordner dafür, für das neue Projekt. Hier, genau. Ich habe hier sogar schon Backups-Ordner. Und dann machen wir hier einen Duplicator für Coratech. Zack. Und dann ist es hier einmal, bekommt ihr ein Archiv, in dem sind quasi die kompletten Dateien eurer jeweiligen Installation. Und einmal bekommt ihr einen Installer. Der sollte in das gleiche Verzeichnis. So, und damit seid ihr quasi mit eurer Testumgebung fertig. Das heißt, das Tab können wir hier theoretisch schließen. Und jetzt geht alles weiter in eurem FileZilla, in eurem FTP-Client. In dem FTP-Client macht ihr jetzt Folgendes. Ihr steuert jetzt den Ordner an, indem ihr die ganzen Dateien abgelegt habt. Das heißt, wir gehen da mal rein. Zack, Duplicator Coratech. Und diese müssen jetzt auf das Zielverzeichnis, wo eure Domain später mal hinzeigt. Das heißt, in dem Fall, ich verbinde mich jetzt, komme da auch in den Ordner, der ist komplett leer. Deswegen sieht man hier aktuell auch nur eine Fehlermeldung, wenn man diese Subdomain aufruft. Und dann lade ich diese 2 Dateien einfach hoch. Was auch sonst. Nachdem die Dateien jetzt hochgeladen sind auf euren Server, könnt ihr die, falls ihr die in den richtigen Ordner reingeladen habt, könnt ihr jetzt die Installer.php aufrufen. Das heißt, ihr geht einfach auf den Verzeichnis und sagt jetzt installer.php und dann klappt das. Jetzt sagt er uns hier, okay, wir haben jetzt hier dieses Deployment, also hier läuft jetzt diese Installation. Ihr könnt euch das Setup nochmal angucken, aber falls ihr vorher keine Meldungen bekommen habt, bekommt ihr hier meistens auch keine. Falls ihr hier Fehlermeldungen bekommt und vorher keine hattet, dann heißt es normalerweise, dass mit dem Zielserver, also das System, auf das ihr jetzt migrieren wollt, Probleme habt. Das sieht man hier auch nochmal in der Übersicht bei dieser Validation, dass da zum Beispiel steht, hier, wir haben hier 7.3 irgendwas bei PHP, ja, und es ist Minimum 5.2. Wie gesagt, PHP sollte 7.3 zum Beispiel sein. Aber im Normalfall gibt es hier eigentlich keine riesigen Probleme, also es ist nicht mein übliche, das ist nicht die Stelle, an der ich normalerweise scheitere. Falls doch, falls es PHP-Einstellungen sind, geht er wieder zum Provider. Ja, das ist die leichteste Möglichkeit. Ihr habt hier Options, die ich ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie für irgendwas verwendet habe. Ich lasse das immer alles. Eine Sache gibt es, die ist wichtig. Und zwar könnt ihr Config-Files create new. Das heißt, euer System kann hier, oder eure Migration kann hier eine HT-Access von eurer bisherigen Seite mitziehen. Meistens ist es besser, eine neue zu installieren, weil in der HT-Access vielleicht auch mal irgendwie ein Serverpfad drin steht. Ich habe in meiner HT-Access zum Beispiel häufig bzw. immer einen Passwortschutz drin für meine Entwicklungsumgebungen. Und den will man auf der Live-Domain meistens nicht mitnehmen, logischerweise. Dementsprechend ist es meistens empfehlenswert, eine neue HT-Access zu bauen. So, und das war es jetzt aber eigentlich. Jetzt geht's hier weiter. Dann jetzt entpackt er die ganzen Dateien und hier kommt ein Proxy-Error. Das ist kann jetzt theoretisch damit zu tun haben, dass ich jetzt zu lange hier rumgeblödelt habe. Es kann aber ansonsten auch mit Strato zusammenhängen. Was ehrlich gesagt auch kein Fehler ist, den ich häufiger sehe. So, wir machen mal einen dritten Anlauf, alle guten Dinge sind 3 und dann sagt er mir wahrscheinlich, oh, ich habe fest damit gerechnet, dass es nicht geht. Ich bin überrascht. Ach ja, Strato, mein Lieblingshoster. Falls ihr mehr zu Strato wissen wollt, wir haben einen Provider-Vergleich, in dem kommt Strato fantastisch weg. Falls es jetzt nicht gehen würde, ja, falls ihr jetzt hier auch nach 3 Durchläufen kein Glück habt, dann wäre wahrscheinlich die einzig vernünftige Möglichkeit, hier mit einer anderen Logik zu arbeiten, mit einem anderen Plugin zu arbeiten, als mit dem Duplicator. Ich würde den Gesang ganz kurz reinschneiden, lol. Da, 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 da. Jetzt an dieser Stelle sind die Dateien auf dem Webspace entpackt. Das heißt, wenn wir jetzt mal mit dem FileZilla drauf gucken und hier den Webspace aktualisieren, werden wir sehen, dass plötzlich alles entpackt wurde. Ja, es ist hier plötzlich ganz, ganz viel Zeugs, das vorher nicht da war. Jetzt müssen wir die Datenbank angeben, damit das System eben weiß, mit welcher Datenbank es arbeiten kann. In den allermeisten Fällen gebt ihr beim Host den Localhost an, bei Strato zum Beispiel und bei 1-2 anderen Anbietern ist es so, dass ihr einen anderen Datenbankserver angeben müsst. Diese Information findet ihr bei eurem Provider-Menü, bei den Hinweisen zu den MySQL-Datenbanken. Jetzt könnt ihr hier gar nicht weiter, ihr müsst, oh doch, kann man. Man muss erstmal testen, dachte ich immer. Und im Normalfall kommt ihr immer, ja, das passt alles und jetzt könnt ihr hier interessanterweise sogar noch weitere Sachen ändern. Hier habt ihr die Möglichkeit, das Charset der Datenbank zu ändern. Normalerweise ist der Duplicator gut genug, dass er es hinbekommt, dass selbst wenn das Charset von eurer
alten Datenbank anders ist als das Charset von der neuen Datenbank, dass er das alles für euch rüberholt. Das ist ziemlich, ziemlich geiles Feature, weil es früher nur mit sehr viel Aufwand möglich war. Aber ihr müsst auch hier nichts anklicken, ihr klickt auf Weiter. Jetzt kommt hier eine Warnmeldung, ja, wenn ihr das jetzt macht, dann wird die Datenbank überschrieben. Deswegen stellt mal sicher, dass ihr hier eine neue Datenbank überschreibt und nicht irgendwie eine existierende Datenbank und plötzlich eure Webseite abschießt. Dieser Schritt dauert jetzt normalerweise nicht allzu lange, weil bei einer Testumgebung, bei einer Entwicklungsumgebung die Datenbank nie riesig groß ist. Und jetzt könnt ihr hier quasi die Umgebungsvariablen für eure Webseite festlegen. Ich nenne die jetzt einfach mal nur CoreAttack. Man könnte hier direkt ein HTTPS eingeben, wenn man bei einem vernünftigen Hoster, also nicht Strato ist, und kostenlos für auch eine Subdomain ein SSL-Zertifikat installieren kann. Das ist hier nicht möglich, weil wir bei Strato sind. Deswegen machen wir hier HTTP. Bei einem späteren Umzug zur Live-Domain solltet ihr definitiv mit HTTPS laufen, das Ganze laufen lassen. Bei allen vernünftigen Hostern, die ihr in unserem Hoster-Vergleich seht, ist es ein kostenloses, inkludiertes Feature, bei anderen nicht. Ihr könnt hier noch einen neuen Admin hinzufügen, brauche ich nicht, weil mein Admin, den ich auf meiner Testumgebung hatte, jetzt hier in der Datenbank auch schon drin steht. Also ihr müsst das nicht machen, das ist nur ein Hinweis. Ansonsten müsst ihr hier auch nichts machen, wp-config-File und so weiter und so weiter. Alles nicht notwendig. Ich gehe jetzt einfach auf Weiter. Jetzt ersetzt er die Inhalte in der Datenbank und ersetzt alle Hinweise von der alten Domain. Das heißt, das war das, was ich vorher hatte. Das war die Testumgebung.lodev für Local Development und hat es jetzt quasi umgeschrieben auf die CoreAttack.58. Jetzt seid ihr hier durch. Ihr seht ja auch bei den Nachrichten, das passt alles. Und hier oben ist jetzt hier noch die große Aufgabe. Man muss das noch durchlesen, was hier steht. Ja, mal eine meiner größten Herausforderungen. Important Final Steps. Ihr solltet euch einloggen und nachdem ihr euch einloggt, keine Sorge, das Tab bleibt auf, müsst ihr oder solltet ihr alle Installationsfiles löschen. Denn sonst ist es Leuten möglich, nochmal die Installation drüber zu schießen. Das heißt, stellt euch vor, ihr zieht eure Seite um, ihr nehmt 40 Updates vor, irgendjemand stellt fest, hoho, da liegt ja noch ein Installer im gleichen Verzeichnis, der führt den Installer durch und all eure Änderungen sind weg, wenn ihr kein Backup gemacht habt. Und jetzt hier an dieser Stelle braucht ihr quasi die gleichen Informationen, die gleichen Login-Daten, die ihr auf eurer Testumgebung hattet, bevor ihr diesen Umzug gemacht habt. Der nächste Schritt, den ich normalerweise gehe, ist, dass ich das Passwort ändere, weil ich natürlich nicht will, dass jede Installation von WordPress, die ich irgendwo in der Welt aufgesetzt habe, und mittlerweile sind so 2, 3, die gleichen Zugangsdaten für mich hat. Dementsprechend solltet ihr hier kurz warten. Er sagt uns erstmal hier, er hat jetzt automatisch diese ganzen Installer-Dateien gelöscht. Das ist gut. Dann solltet ihr noch im Normalfall die Permalinks einmal abspeichern. Das ist auch immer noch empfehlenswert, nachdem man eine Seite irgendwohin umzieht. Also sagen wir einfach mal Save Changes. Das reicht schon. Dann sind die gespeichert. Und jetzt ist grundsätzlich diese Testumgebung betriebsbereit. Jetzt kann man damit loslegen. Wie gesagt, mein großer Tipp noch, geht auf euer eigenes Profil hier unter Benutzer und dann auf Profile und geht da unten ans Passwort ran und gebt ein neues ein. Ja, das ändere ich jetzt gleich. Also ich kann euch das hier zeigen, aber ich ändere das gleich nochmal auf was anderes. Dann ist eure Umgebung quasi fertig. Jetzt ist eure Seite umgezogen. Das ist der beste Fall, der mit dem Duplicator so passieren kann. Wir hatten hier ein kleines Problem zwischendurch beim Entpacken des Archivs. Ansonsten hat hier alles super geklappt. Falls das nicht geht mit dem Duplicator, mache ich nochmal ein eigenes Video. All-in-One WP Migration. Wie gesagt, ich mache ein eigenes Video dazu. Das hier ist schon ein bisschen länger geworden. Aber damit geht es auch relativ gut. Ich nur persönlich mag den Duplicator, weil ihr jetzt nicht erst WordPress auf der Zielseite installieren müsst. Ihr habt es ja gesehen, wir hatten im FTP ursprünglich hier gar nichts. Ja, der Ordner war leer. Und ihr müsst nur diese Installer-Dateien hochladen, ihr führt den Installer durch und schon habt ihr eure Umgebung umgezogen. Duplicator, echt ein empfehlenswertes Plugin. Vielleicht noch eine Frage, die mir häufiger mal gestellt wird. Ist es denn notwendig, von dem Duplicator die Pro-Version zu installieren? Meine Antwort ist bisher ehrlich gesagt nein. Ich habe den jetzt schon seit mehreren Jahren im Einsatz und ich habe noch nie die Pro-Version gebraucht. Der einzige Grund für mich, warum ich sie kaufen würde, ist aus Sympathie zu den Herstellern von diesem Plugin. Weil ich den Duplicator wirklich, wirklich gut finde, aber ich glaube, bisher hat mich der Preis immer so ein bisschen abgeschreckt. $89, naja, es geht. Oder 69 ist quasi die kleinste. Also habt ihr Site-Licenses, also das heißt, ihr könnt es nicht für unendlich viele Seiten verwenden und so. Deswegen, ich persönlich, ehrlich gesagt, ich mag den Duplicator wirklich sehr, aber bisher habe ich im Normalfall immer die kostenlose Version genutzt und die hat für mich auch immer ausgereicht. Also wirklich empfehlenswertes Plugin. Ja, und damit sind wir durch. Jetzt, was ich jetzt noch mache, weil es hier eine Entwicklungsumgebung ist, die soll nicht bei Google ranken, ich mache jetzt noch als nächstes einen Passwortschutz auf diese komplette Seite, damit niemand auf diese coreattack.58.de kommen kann. Falls dir dieses Video weitergeholfen hat, am besten mal Like drücken, damit Google auch, Google ja in dem Fall auch, aber YouTube auch weiß, dass das Video dir weitergeholfen hat. Hinterlass sehr gerne mal einen Kommentar, es würde uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten, wir streamen 4-mal die Woche live solche Sachen und alles andere, was mit WordPress Webentwicklung zu tun hat. Im Speziellen meistens mit dem Divi-Theme, das wir hier auch im Einsatz haben, wobei das bisher auf der Testumgebung noch gar nichts macht. Falls du da mal zugucken willst, guck mal vorbei auf Twitch.
Twitch. Link ist hier neben mir. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald im Stream. Und hoffentlich bis bald, falls du eine Frage hast, frag sie mal im Stream. Ich gehe gerne drauf ein und helfe auch dir weiter, damit deine WordPress-Seite noch ein bisschen besser läuft. Bis dann.